Hallo, Klein Tom. Hallo, Jerry. Warum seid ihr nicht in der Schule? Ihr wartet auf euren Freund Klein Matt? Okay, aber passt auf, dass ihr nicht zu spät seid. Hier kommt er ja. Was ist los? Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht? Was meinst du? Du hast eine Idee? Erzähl! Du willst Klein Jerry als Klein Matt verkleiden, damit er alle Fragen beantworten kann? Was für eine freche Idee! Mal schauen, ob das funktioniert. Was müssen wir machen? Klein Jerry blau anmalen? Okay, Klein Tom, dann machen wir das. Wow, das sieht fantastisch aus. Brauchen wir noch etwas? Ein Warnlicht? Das ist eine gute Idee. Wo sollen wir eines herbekommen? Weißt du das? Wonach suchst du? Eine leere Dose? Großartige Idee! Perfekt. Oh oh, jetzt aber schnell zur Schule. Bleib hier, Klein Matt. Wir sehen uns später. Amber sagt, sie möchte, dass Klein Matt nach vorne kommt. Sie fragt, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Gut gemacht, Klein Jerry. Sieht so aus, als hätte der Plan funktioniert. Amber sagt, du kannst zurück auf deinen Platz. Oh nein! Ach du liebe Güte, Klein Jerry. Ich glaube, du bist in Schwierigkeiten. Amber sagt, es war sehr nett, dass ihr Kleinen eurem Freund helfen wolltet. Aber nächstes Mal muss Klein Matt seine Hausaufgaben machen. Tschüss, Klein Matt.
Tschüss, klein Tom. Tschüss, klein Jerry. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Mädels. Was habt ihr heute vor? Oh, ihr macht Seilspringen? Das hört sich toll an, Mädels. Gut gemacht, Klein Katie. Aber ist jetzt nicht Klein Lilly an der Reihe? Großartig, Klein Lilly. Du hast es geschafft, viermal zu springen. Mal schauen, ob Klein Amber das besser kann. Du bist an der Reihe, Amber. Gut gemacht, Klein Amber. Fünf Sprünge. Mach weiter so. Oh nein, Klein Amber, alles in Ordnung? Mädels, ihr müsst Klein Amber wieder aufrichten. Hey, Klein Tom, kannst du helfen? Klein Amber ist umgekippt und die Mädchen können sie nicht wieder aufrichten. Das macht ihr super, Leute. Klein Amber, wie geht's dir? Oh, du bist verletzt, Klein Amber? Deine Warnleuchte und dein linker Außenspiegel fallen ab? Klein Tom, kannst du da helfen? Hervorragend, Mädels. Folgt Tom auf die andere Seite des Spielplatz. Er wird sich um Klein Amber kümmern. Mädels, Klein Tom holt seinen Werkzeugkasten aus dem Klassenraum. Ihr bleibt hier, in Ordnung? Da ist er ja. Hier kommt Tom, Mädels. Beeindruckender kleiner Koffer, Klein Tom. Es wird alles wieder gut, Klein Amber. Keine Sorge. Was kommt als erstes, Tom? Blaue Farbe. Bist du sicher, dass du die brauchst, Tom? Rote Farbe. Gute Idee. Großartig, Klein Tom. Wie geht es dir jetzt, Klein Amber? Was meinst du, Tom? Da ist noch ein Kratzer? Das sieht doch so gut wie neu aus. Nochmals vielen Dank, Tom. Oh, da fehlt noch etwas? Aber natürlich. Klein Ambers Warnlicht muss noch repariert werden. Du könntest einen davon gebrauchen, um Klein Ambers Warnlicht zu reparieren, Tom? Jetzt müssen wir uns noch um Klein Ambers linken Außenspiegel kümmern. Nicht bewegen, Klein Amber. Das ist schnell gemacht. Gut gemacht, Klein Tom. Klein Amber sieht aus wie neu.
Jetzt, wo Klein Amber wieder heile ist, hast du Lust, mit den Mädels Seilspringen zu spielen, Tom? Hey, Klein Tom, das machst du ja richtig gut. Wer ist als Nächstes? Was meinst du, Klein Amber? Du hast Angst, nochmal zu springen? Aber du brauchst keine Angst haben. Magst du mit jemandem zusammenspringen? Tom, zeigst du, wie man richtig springt? Das machst du toll, Amber. Das war fantastisch. Vielen Dank für deine Hilfe, Tom. Hallo, ihr Kleinen. Was macht ihr heute? Oh, ihr macht ein Rennen um die Rutsche? Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Soll ich das Startzeichen geben? Okay, dann. Auf die Plätze. Fertig. Klein Jerry, du musst warten. Gut gemacht, Klein Katie. Tolles Rennen. Aber es war nicht sehr nett, vor dem Los zu starten, nicht wahr, Klein Jerry? Du musst doch nicht beleidigt sein, Klein Jerry. Ist doch nur ein Spiel. Das war nicht sehr nett, Klein Jerry. Warum machst du nicht mit, Klein Katie? Sieht aus, als würde es Spaß machen. Ich glaube, du solltest dich bei Klein Katie entschuldigen. Klein Katie fühlt sich übergangen. Klein Jerry lässt sie nicht mitspielen. Er ist sauer, weil sie ihn im Rennen besiegt hat. Ich glaube, Klein Jerry würde gerne mitspielen, Klein Matt. Mhm. Klein Jerry, ich glaube, du solltest dich entschuldigen, dass du Klein Katie wehgetan hast. Sie ist schließlich immer noch deine Freundin. Hallo, Klein Frank. Wo ist Klein Katie? Oh, ihr spielt Verstecken. Vielleicht kann Klein Jerry dir ja beim Suchen helfen. Habt ihr schon jemanden entdeckt? Wir haben dich gefunden, Klein Matt. Weißt du, wo Klein Katie ist? Klein Jerry würde sich gerne entschuldigen. Kannst du Klein Katie sehen, Klein Frank? Wir haben dich gefunden, Klein Katie. Klein Jerry würde dir gerne etwas sagen, Klein Katie. Siehst du, das war doch gar nicht so schwer, nicht wahr? Jetzt könnt ihr wieder zusammen spielen. So ist es besser, ihr Kleinen. Ist es nicht schön, wenn man sich wieder vertragen hat? Meinst du, du könntest ein Tor schießen, Klein Katie? Großartiges Tor, Klein Katie. Gut gemacht, Klein Jerry. Und gut gemacht, Klein Katie. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
Irgendetwas Seltsames scheint heute Abend in Car City zu passieren. Du lieber Himmel, was war das denn? Oder besser, wer war das? Also. Wenn das mal nicht die Kleinen sind. Hallo Leute! Tolle Halloween-Kostüme. Seid ihr unterwegs für Süßes oder Saures? Bens Vater hat euch schon Äpfel gegeben und von Carlo gab es Pizza? Fantastisch! Mal schauen, was ihr als Nächstes bekommt. Süßes, sonst gibt's Saures. Hallo, Tyler. Na, wie sieht's aus? Süßes oder Saures? Leute, Tyler hat keine Süßigkeiten. Also gibt's wohl Saures. Aha. Du hast eine gruselige Idee, Hector? Aha. Ha! Er glaubt, da ist keiner. Falsch! Es ist Hector, die Fledermaus. Tyler scheint sich nicht erschrocken zu haben. Ihr müsst euch etwas anderes ausdenken, Kinder. Also, wie ist euer Plan? Du willst einen Unsichtbarkeitsmantel benutzen, um ihn zu erschrecken? Harry Potter wäre stolz auf dich. Wow, beeindruckend. Da wird Tyler sich aber mächtig erschrecken. Es sieht so aus, als wäre keiner da, Tyler. Bis auf Jeremy in seinem Unsichtbarkeitsmantel. Sieht so aus, als wäre es ganz schön schwer, Tyler zu erschrecken. Keine Sorge, Jeremy. Vor irgendwas muss Tyler doch Angst haben. Das ist eine großartige Idee, Ben. Man könnte sogar sagen, es ist eine überirdische Idee. Versuchen wir es. Weiter so, Ben. Diese Papp-Aliens werden es schon schaffen. Ben hat recht. Es funktioniert nicht. Tyler geht nicht mal an die Tür. Es ist fast so, als wäre er gar nicht da. Typisch Tyler. Immer spielt er Streiche. Oh, hallo Carrie. Ich hoffe, die Kleinen haben dich nicht erschreckt. Sie laufen vor Tyler weg. Er hat sie erschreckt, als sie eigentlich ihn erschrecken wollten. Ist schon okay, ihr Kleinen. Carrie sagt, sie wird euch keinen Streich spielen. Aber sie hat ein paar Süßigkeiten für euch. Viel besser als Streiche, oder? Tyler, was denkst du? Du hast ein Raumschiff gesehen? Ach, alles klar. Wo denn? So einfach legst du die Kleinen diesmal nicht rein? Sie glauben dir nicht. Jeder weiß, dass Raumschiffe nicht wirklich existieren. Habt noch eine schöne Nacht alle zusammen. Fröhliches Halloween!
Hallo, ihr Kleinen. Wow. Ihr seid ja heute richtig viele. Was spielt ihr? Ein musikalisches Reifenspiel? Was ist das? Ich verstehe. Das ist wie Reise nach Jerusalem, bloß mit Reifen auf dem Boden statt mit Stühlen. Kümmerst du dich um die Musik, Klein Ben? Klingt nach Spaß. Fangen wir an. Vier Reifen auf dem Boden, ihr Kleinen. Macht euch bereit. Alles klar, Leute. Die Musik ist aus. Oh nein, Hector. Sieht so aus, als hättest du keinen Reifen, in den du rein kannst. Ist schon okay. Jetzt kannst du den anderen von hier aus zugucken. Jetzt sind noch drei Reifen übrig, Leute. Macht euch bereit. Oh nein, Klein Lilly, du konntest nicht mehr rechtzeitig einen Reifen finden. Alles klar, Leute. Konzentriert euch. Jetzt seid es nur noch ihr zwei. Einreißen. Das wird eng. Mal sehen, wer gewonnen hat. Sieht nach unentschieden aus. Was sollen wir tun? Gute Idee, Ben. Wir machen noch eine Runde und ihr schließt eure Augen. Damit niemand bei der letzten Runde schummeln kann. Also, wer ist diesmal der große Gewinner? Herzlichen Glückwunsch, Klein Carrie. Sei nicht traurig, Klein Frank. Ich bin sicher, Klein Carrie teilt gerne etwas Schokolade mit euch. Du hast recht, Klein Carrie. Es ist Ostern, also ein weiterer Grund, um zu teilen. Großartig! Gut gespielt, alle zusammen. Genießt eure Schokolade.